Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 mit mir, dem Drake. Wir haben jetzt offensichtlich Zugriff auf irgendwelche Verbesserungen. Schauen wir mal. Die Arktis. Betreten Sie die Arktisregion, öffnen Sie das strategische Menü später. Das machen wir später. Alle Ihre Sektoren produzieren und konsumieren, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Jede Region beherbergt eine Art von Angestellten, bla bla bla, mit Bedürfnissen, bla bla bla. Ziehen Sie auf eine Bilanz zwischen 0 und 1. Ha? Ich ziele auf eine Bilanz über 0. Fabrik-Upgrades, wählen Sie eine Fabrik an Ihrem Investment, einen Graphen, um ein Produkt zu bauen. Okay. Ah. Hier kann ich jetzt ab. Oh, kann ich die jetzt alle ab. Oh. Oh. Was bräuchte ich denn als nächstes? Auf jeden Fall. Wasser. Das ist nicht Wasser, doch, das ist Wasser. Ein weiteres Entsalzungsmodul. Drohnenstock, Arbeiterwartung minus 20%, Energiewartung minus 10% und Logistikwartung minus 2%. Wir packen doch erstmal noch mehr Wasser dran. Gute Systeme sind die halbe Miete. Zack. Da haben wir erstmal das. Ich will. In der Arktis fallen Ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf Ihr Territorium. Moment. Nee, scheint unten Kotelett zu geben. Ich dachte schon, es hat jetzt geklopft oder sowas. Nö, alles kein Problem. Ich wollte hier weitermachen. Psst, jetzt. Haben wir. Braucht man nicht. Haben wir. Haben wir. Die kommen erst noch. Ja, das ist eine Menge Wasser. Okay, ich muss jetzt hier weitermachen. Na gut, dann gehen wir halt in die Arktis. Welche Arktis fangen wir an? Eigentlich wieder die größte hier. 48.000 Hektar, 14 Bergbauplätze. 26 Küstenbauplätze. Logistikprojekt. Willkommen in Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktisregion zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Jo. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Kontaktperson. Es ist die Klimastabilisatorentechnologie der Arctic Custodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unsere Richtlinien halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Nein. Nicht gerade ein herzliches Willkommen, aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. Gründen Sie Ihren neuen Standort, wo Sie wollen. Alle Inseln bieten gute Konditionen. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Das sieht recht groß aus. Was haben wir hier? Arktis-Raumhafen. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben.
Mit dem Erwerb dieser Insel haben sie auch die Schirfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden sie von jetzt an mit Argusaugen überwachen. Ihre Vorgaben sind streng, aber beim Aufbau ihrer Infrastruktur sollten sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Gucken wir mal. Waren wir erstmal ja gerade... Wie viel jetzt hab ich denn? Naja, recht. Yo, tut mir leid, dass dir meine Kollegen die kalte Schulter zeigen. Wille Jorgensen, schön dich kennenzulernen. Ich führe hier einen Handelsposten, aber das Geschäft... Ach, komm doch mal vorbei, ja? Bitte. Ach so, hier ist Wärme. Das heißt, ich muss erstmal hier in der Nähe bauen. Danke, sehr wohnlich, wenn man nichts gegen Kälte hat. Sechs. Neue Gebäudearten verfügbar. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, was ist das? Liefert Aluminium. Dachte ich mir fast. Kümmern wir uns ein bisschen um Alu, halt. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Oh, Vitamindrinks. Das ist jetzt schlecht, weil da muss ich ganz kurz hier raus und hier unten wieder rein. Auf See muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Willst du in meinem Hafen nicht ein paar Aufträge annehmen? Sie werden gut bezahlt. Guck ich nochmal zu ihm in dem Hafen, wenn ich immer hier bin. Energy-Drinks sind... Ich hab plus 6. Was wollt ihr? Hier sind Aufträge. Ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Befestigen Sie Sendedrohne an Ihrem Kommandoschiff, folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie die Kisten. Irgendjemand muss es ja machen. Verstanden. Dann machen wir das doch fix. Unser Schiff ist unterwegs. Dann machen wir gleich halt in der Arktis weiter. Dann machen wir jetzt halt erstmal hier. Die Meldung war ja nun totaler Bullshit. Ich habe hier noch 6 Energiedrinks mehr als notwendig. Und hier meckert doch auch keiner, oder? Nö, alles okay. Na komm, wo bist du denn? Folgen Sie der Drohne. Volle Kraft voraus. Koordinaten bestätigt. Die sagt aber eher hier lang. Interessante Art und Weise, das anzuzeigen. Roger. Ja, so. Roger. Du hast schon mal Zeitkapseln und Geocaching und so gehört. Könnte Hilfe gebrauchen, Waage. Mhm. Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie die Kisten. 01. Muss dann wohl irgendwo hier so sein. Alles andere ist nicht so wirklich sinnvoll. Gucken wir mal. Er sagt hier so. Im Gange. Jetzt eher nach hier so. Im Gange. Ja. Da waren sie. Da weiß offenbar jemand, wie der Hase läuft. Sehr gut. Helfen Sie anderen, um sich selbst zu helfen. Geschäftsaufträge können profitabel im Hinblick auf Material und Ressourcen sein. Ja, ja. Das hatte ich schon einige Zeit auf dem Radar. Könnten Sie sich darum kümmern? Perfekt! Ah, aus dem Raumhafen. Hier kann ich handeln. Wie viel brauchst du? 23 Biopolymere. Schauen wir mal, wie sich meine Schiffe im Kampf schlagen. Bestätigt. Ah, okay. Brauche jetzt hier so ein bisschen. Wo soll ich die hinliefern? Achso, zum selben Schiff. Hier hin. Finde Geschenke auf einer Insel in der Arktisregion.
Das machen wir dann gleich. Bioharz ist gesunken im Kurs. Aber ich verkaufe ja aktuell eh noch nicht. Guck mal erstmal ins Namen anderen. Danke, Sie haben wirklich alle Register gezogen. Okay. Kann ich denn dann jetzt hier am Raumhafen auch automatisch handeln oder fehlt mir da eine Art Handelsmodul? Vermutlich letzteres. Willkommen an Bord, mein Freund. Hier kann ich Graphen kaufen, aber verkaufen kann ich hier nichts. Bestätigt. Wir haben erstmal alle Missionen gemacht. So, dann... Verstanden. ...kümmern wir uns jetzt... Wir haben wieder eine Kampfmission. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal um die Arktis. Die Arktis braucht Vitamintrinks. Transferroute. Von hier nach da. Vitamintrinks. Wählen Sie eine Quelle. Wählen Sie ein Ziel. Wählen Sie einen Sektor, in den importiert werden soll. Ah, ja klar. Kein Raumhafenhandel. Müssen wir also erstmal hier weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen. Gucken wir uns gleich an. Das ist mein Raumhafen. Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Wir wollen neue Routen direkt ins Eis schlagen. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte. Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Okay, das sind so die ganzen Sektorprojekte, so Großbauprojekte. Warum? Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, dafür brauche ich aber meine... Das sind Schiffe von ihm. Machen wir erstmal weiter hier hinten. Ich habe mich um Aluminium gekümmert. Wie sieht der aus? Okay, der schneidet den... Wow, so ein fetter Bergbau-Spider. Ja, das hat was. Wir brauchen außerdem eine Fischerei. Lass mich raten, die muss hier irgendwo hin. Die versorgt unsere Leute mit Fisch. Ja, lass mal lass mal großflächig planen. Fisch. Konservenfabrik verbraucht minus 2 Fisch. Macht aber 2 Konserven draus. Lärm gibt es ja hier als solches nicht. Aber dennoch will ich gucken, dass ich das relativ günstig baue. Quasi hier. Ich habe in meinem Leben noch keinen echten Fisch gegessen. Nur in den Polarregionen gibt es noch so viele, dass man Fischerei betreiben kann. Die bringen nämlich Hitze. Und dank der Wärme kann ich jetzt quasi hier nochmal ein paar Wohnungen einziehen. Gucken wir, dass wir hier ein bisschen Straßennetz aufbauen. Lassen wir erstmal so, wie es ist. Ah ne, halt hier unten rum noch. Logistiknetzwerk überlastet. Wo? Bei uns, okay. Gleich. Wohnungen. Zu wenig davon, okay, die habe ich aber gebaut. Logistik kann ich aber gar nicht bauen. Braucht einen Einwohner mehr. Wow, ein Einwohner. Metallschaum. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe zu groß geplant, zu schnell. Ich brauche Metallschaum. Hatte der nicht irgendwo gesagt, dass der hier unten ein Lager hat? Wo ist denn sein Stützpunkt? Wow, wen hat die Kälte denn da reinbracht?
Da kann ich mir einen Metallschaum kaufen. Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. Und für den Metallschaum kann ich mir dann auch ein Haus leisten. Damit müsste ich dann eigentlich genug Einwohner haben. Gut, Ihre Siedlung scheint unseren Vorschriften zu entsprechen. Sie dürfen Ihren Raumhafen weiter ausbauen, innerhalb vernünftiger Grenzen. 5 Metallschaum muss ich jetzt hier unten genau kaufen. Genau das steht gerade auf der Agenda. Die Orbital Watch ist immer noch eine Gefahr für die Handelsrouten der Union. Sie müssen Ihren Raumhafen mit eigenen Docks ausstatten. 5. Dann können wir hier oben noch ein Logistikzentrum hinbauen. Das hier unten müsste... der Fisch reicht auch nicht. Gut, aber wir kümmern uns natürlich erstmal um unseren Baurohstoff. Jetzt macht die endlich mal plus 5. Strom. Geothermalturbinen. Liefert Energie, um Fabriken zu betreiben. Die kann ich einfach so bauen. Okay. Die Frage ist jetzt, wie lange braucht ihr hier, um 5 von diesen Rohstofflein herzustellen? Beschleunigen kann man das Spiel nicht mehr wie früher, oder? Energieknappheit. Ja, ja. Nö, nö. Finden Sie Geschenke auf der Insel der Arktis? Okay. Ist der eigentlich wahnsinnig? Wie soll ich denn die finden? Metallschaum, ist das das hier? Ne, das sind sie nicht mal. Während ich hier noch auf Metallschaum warte, gucken wir uns mal der Mission mit den Geschenken um. Metallschaum. Hier. Ein Geschenk aufgenommen. Genieß mal einfach so lange ein bisschen den Soundtrack, wie ich hier die blöden Geschenke suche. Okay, also auf der Insel hier unten ist nix. Auf der Insel hier oben. Hab ich ein zweites gefunden. Und ein drittes. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Ja, gleich. Die Insel hier oben will ich jetzt ein bisschen noch fertig machen. Das scheint zumindest hier oben auf der Insel mit Geschenken gewesen zu sein. Gut, haben wir dann also bloß noch die untersten. Jetzt kümmern wir uns erstmal ganz schön um so eine Thermalturbine. Benötigt einen Bergbauplatz, okay. Ist da alles blöd, wegen dem Logistiknetzwerk wieder. Kümmern wir uns halt erstmal um Energie. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Jetzt brauche ich neue Einwohner. Die Bilanz ist auch nicht die beste. Damit habe ich jetzt aber erstmal wieder genug Strom. Ja, natürlich fehlt es jetzt an Arbeitern. Einfach ist anders. Ich guck mal, während ich hier wieder warten muss und nach weiteren Geschenken. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Ja, ich kann es da auch nicht ändern. Wo sind hier noch die letzten Geschenke? Hier ist noch eins. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und er bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert ja, die Produktivität. Wir hatten doch hier gerade noch eine Kraft. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Ja, das Protokoll sieht vor, dass ich immer noch Graphen brauche. Metallschaum. Sonst wird das nichts. Hier liegt aber nirgendwo welcher rum, oder?
Nee, das scheint es mit Geschenken gewesen zu sein. Errichten Sie eine positive Arbeiterbilanz? Ja, aber erreichen Sie eine positive... Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Na, wir reisen dann erstmal. Ich komme ja nicht voran sonst. Einen der Fischereihütten wieder ab. Den kann nicht kalt sein hierdurch. Ist doch eine Lüge. Es gibt mir jetzt einen Graphen und eigentlich müsste ich jetzt auch wieder Arbeiter frei haben. Mit hier mal ein bisschen... Metallschaum. Immer dieses Graphen. Das ist Energie. Wie sieht das so aus, dieses Kraftwerk? Scheint durch Oszillierung das Wasser in Bewegung zu halten, damit es nicht wieder einfriert. Ah ne, das sind thermale Quellen. Aus den thermalen Quellen gewinnt die Energie. Ah ja, weil Arbeiter fehlen. Ja, ich würde gerne mehr Arbeiter bauen, aber... Ich brauche den Fisch ja zum Essen. Überwachungsdrohnen in den Gletschern. Plus 50 Logistik in diesem Sektor. Was ist das hier? Ah, das war eine dieser Überwachungsdrohnen. Okay. Okay, dann wissen wir jetzt, wie die aussehen. Während wir weiterhin auf diesen Metallschaum warten, mach mal die Quest. Vielleicht wussten sie ja selber, dass das lange dauert und deswegen haben sie einem so viele Quests aufgehalst hier. Immer noch nur einen einzigen. Wie lange braucht denn das Ding, um Metallschaum zu produzieren? Sektorbilanz 0? Das ist doch Käse. Ach, die produziert nur Aluminium. Das reicht nicht. Ich brauche eine Metall... Ich brauche eine Druckkammer. Wow. Einmal nicht mitbekommen. Ich brauche eine Druckkammer. Sonst passiert mit dem Aluminium nichts. Ah, die ganze Zeit, die ich verschwendet habe. Ja, es könnte durchaus sein, dass wir dadurch jetzt ein bisschen pleite gehen, weil ich halt nicht drauf geachtet habe, dass das ja nicht direkt mein Baumaterial produziert. Na, schon haben wir zwei. Reicht wieder für eine Hütte, denke ich. Zack, 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 Arbeiter. Zumindest, dass mir die negative Arbeiterbilanz langsam ausgeglichen wird. Außerdem bringen die Einnahmen, die hier gerade dringend notwendig sind. Ach nee, da fummelt er hier rum und hätte schon längst weitermachen können. Ist nicht eine Drohne hier, nee. Finden Sie Drohnen in den Gletschern? Das ist aber auch wieder eine Aufgabe. Hier ist noch eine. Nur bei so zugefrorenen Stückchen. Ah, hier ist die dritte. Ich muss Sie warnen. Wenn Sie sich gewaltsam den Weg bahnen, wird das die ganze Gegend destabilisieren. Die Tatsache, dass ich das Büro verlassen habe, sollte Ihnen zeigen, wie wichtig dieser Auftrag ist. Okay. In der Zwischenzeit hat man jetzt auch wieder genug für nochmal eine Wohnung. Na, langsam wird das doch. Da ziehen halt immer nur 5 ein, aber aller 5 steigen natürlich dann auch die... Die Produktivität, steigt die Produktivität von den Gebäuden, die wir schon haben. Wir schauen uns aber alles weitere in der nächsten Folge an. Macht's gut, bis dahin, euer Drake. Ciao.